So, und damit herzlich willkommen zum neuen Video bei Wer Zilla ist denn? Ich spiele ja, wie man sieht, Zilla. Und ich habe es herausgefunden. Ihr seht es vielleicht auch da schon leuchten, aber wenn nicht... Da müssen wir hin. Dahin. Ja, und hier unten sehe ich schon mal sowas. Und das weiß ich auch noch, was das sein soll. Oh... süß. Hui, du hast mich entdeckt. Lennu, du bist ja gar nicht Maronus. Kennst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Ich bin... Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Ein Krogsamen. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Ja... Danke, lieber Rock. Ist ja nett von dir. Schwimmen wir aber mal zur Kirche. Wie man es auch nennen will. Verlassener Tempel. Was auch immer. So, laufen wir mal hoch. Oh nein. Bisschen laut, oder? Geht. Ach da! Ich habe schon gewundert, wo der sein soll, aber das ist ja da drinnen. Oder? Ja, nein. Doch? Ja, nein? Nee, da ist er nicht. Hey, wo ist der Typ hin? Hallo? Ich bin's. Du hast Herausforderungen bestanden und ein Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Herzen. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Herzcontainer. Jetzt haben wir 4 Herzen. Yeah! Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. So. Wo ist der alte Mann? Ach so. Ah, jetzt kommt er wieder angeflogen, oder? Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Och nee. Oh, jetzt muss ich klettern. Komm ich aber da hoch. Oh, ich weiß wie. Dit. Oh, nee, doch nicht. Hä? Ach, untersuchen. Cool. Kommen wir jetzt noch hoch. Ich bringe mich nochmal so. Hui! Was war da schon wieder für ein Knopf? Ich hasse diese Knöpfe. Springen wir jetzt einfach mal rüber wieder. Hä? Ach so, runter. Ma. Zack. So. Da müssen wir jetzt hoch. Ui, Wind. Es ist 1 Uhr. So. Halbwegs. So. Wo ist er? Oh. Eieiei. Du hast mich gefunden. Nun denn,
Ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Was? Was? Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen. Gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte,
Das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Garnons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Garnon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Garnon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Garnons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Aha. Nimm schon. Das Parasegel. Oh mein Gott. Wie versprochen. So. Das war auch schon die Geschichte. Nun kannst du von den steilen Klippen dieser Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Ja. Das ist nämlich auch die Geschichte jetzt von Zelda. Sorry, wenn ich Zelda gesagt habe immer. Aber Zelda. Oder war es auch immer? Und Link. Auf jeden Fall müssen wir jetzt das Reich retten. Warum muss ich durch das ganze Land gefühlt? So. Und eigentlich ist das jetzt auch erklärt, so gesagt. Im Krieg sind die halt, so gesagt, ja, gestorben oder so. Muss jetzt mal kurz überlegen. Ja, anscheinend hat Zelda noch ein bisschen überlebt. Aber wie man sieht, hat Garnon sie dann wieder in die Macht eingerissen. Ich hoffe, ich sage halt nichts Falsches. Weil... Königreich Hyrule. Oh! Ein Fuchs! Blutmond? Nee, da sind nur komische Fledermäuse. Noch ein Fuchs! Oh mein Gott, die Kacke, Leute. Kacke, Leute. Kackadus. Kackadus. Immer den Bogen. Ja, nachts ist ein bisschen stressig. Was soll ich dir denn sagen? Ihr Fledermäuse, geht mal weg von mir. Was für Kackdinger, ne? Geht mal! Es ist 3 Uhr morgens! Boah! Oh oh. Oh nein!
Soll ich bitte den überlegen? Überleben? Nö, nee, ich bin dafür noch nicht ausgerüstet. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich sag, lassen Sie mich in Ruhe! Nein, mich nicht. Tschüss. So, gehen wir mal weiter. Noch einer? Ah, nee. Doch nicht. Oh, ich dachte kurz, das wäre Lava. Ein Schrein. Ja, moin. Oh, nee. So, mach mal hin. Ich find's unfair. Oh, eine Kiste. Wie komme ich da hoch? So. Du. So. Was haben wir? Schon wieder den Bären. Haben die denn hier nichts anderes? Außer Bären. Bernsteine. Mann. Nein, ach, komm on. Also dieses Spiel ist die größte Kacke, die ich in meinem Leben gesehen habe. Mann, die Kiste ist mir auch jetzt egal. So. Moinse. Noch ein Zeichen der Währung. So. Monster weg? Anscheinend. Weiter geht's. Gibt's hier noch keine Pferde oder was? Mann, Nebenaufgaben. Och. Oh, hallo. Das Ende ist nah. Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das, das schlägt die anderen um Längen. Wo kommst du denn her? Habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Naja, ist im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind die im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine zu leuchten an. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nichts entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Na, den Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten von Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie eine umgedrehte Krug. Ne. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte. Und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer.
Das war hier ausgesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckte, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich in den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein, nein. Ich mache mir da keine Illusion. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch einige Wächter. Pass auf dich auf. So. Antikes fürs Pferd. Wie weit müssen wir denn noch laufen? Ja, so ein paar Kilometer. Das sind anscheinend dann die Zwillingsberge. Ah, da ist ein Turm. Da ist ein Schrein. Erstmal markieren. Mit einem Reiterhof. Oder Pferdestall oder was auch immer. Und. Oha! Kacker-Dinger. Kacker-Ziege. Egal. Außenrum. Ich gehe mal als erstes. Was ist das? Ja, ich gehe mal als erstes direkt. Danke, Gebüsch, nach da. So. Das ist auch ein kleiner Umweg. Aber nicht so schlimm. Hätte ich doch nur ein Pferd, ey. Mann. Ist mir alles. Schau mal. Oh, ein Schild. Oh. Mann. Lesen. Brutoliger Brutostall der Zwillingsberge. Aha. Jetzt noch da. Oh, wie schön. Kann das denn in so einem echten Leben auch sein? So wunderschön. Alles friedlich. Ohne Monster, bitte. Wow. Wunderschön. Ich höre immer welche Geräusche. Das ist natürlich seltsam. Gehen wir mal zu diesem leuchtenden Turm. Hui. Oh, eine Kiste. Hup. Cool, ich habe eine Kiste gefunden. Oh. Das ist ja wirklich Müll. Oh ne, gegen die Strömung gar nicht gut. Noch nein. Ja, werd rot, komm. Werd rot. Ja, tröte da rum. Tröte, tröte, tröte. Tröte mit deiner Tröte. Tschüssi. Ich weg. Nein, 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 nein. Gott. Ah. Aha. Im Wasserding. Aha. Oh mein Gott. Das war knapp. Was für Kackmonster. Ja, meine Güte. Nein, bitte nicht sterben. Bitte. 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 Nein. 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 Oha. Ist ja auch voll krass.
Ui. Ui, ui. Ui. Ich hätte fliegen sollen. So. Mal angekommen. So. Klettern wir mal hoch. So. Und dann hier lang. Oh, oh. Und da. Jetzt aber. Zack. Zack. So. Warten. Okay, für dieses kleine Stückchen. Brauchen wir jetzt auch nicht so viel Energie. Oder? Och, mein Gott. So. Wir haben einen weiteren Turm. So, wir haben ein ziemlich großes Land, aber damit sage ich auf jeden Fall. Was soll er uns noch sagen? Nichts. Damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Bye.